Damals ist er gerade 6 Jahre geworden, die Gott. Da hat sie noch an der Nikolausen, an der Klapperstrich geklappt. 4 Jahre später allerdings wirklich. Da kann man doch mal wieder sehen, wie sich die Kinder entwickeln. Da wollte das Mensch doch absolut aufgeklärt werden. Also, na, mir liegt das gar nicht. Ich kann so keinen Schmus machen und so Märchen erzählen wie: Der Storch flieht ans Milchspernchen, flieht den Leuten auf die Dächer und lässt dann das Griecherchen auf dem Steckkissen der Schornstein runterrutschen. Wenn an dem Steckkissen blaue Bänder sind, da gibt's ein Bubchen, und wenn rosa Bänder dran sind, da gibt's ein Mädchen. Das leid mir nicht. Ich hab mir schon den Kopf verbrochen, Mann, das wäre mir aber so eingefallen. Karl, Karl, du lachst. Du hast doch auch Kinder. Wie hast du sie dann aufgeklärt? Meine Tochter ist noch gar 10 Jahre. Die stellt mir vielleicht Fragen. Sie will's halt wissen, klipp und klar. Tja, was soll man da nur sagen? Der Klapperstorch ist ausrangiert, das glaube dumme Kinder. Da hast du mich schön angeschmiert. Ich komm schon noch dahinter. Ich werd meinen Lehrer Meufri ganz einfach danach fragen. Wenn der's nicht war's, dann werden wir schon die anderen Kinder sagen. Am nächsten Tag schon auf der Treppe rief sie ganz unbeglommen: Papa, 3 Arten weiß ich jetzt, woher die Kinder kommen. Da könnte man doch die Puddelnackig reinkriegen. Ja, also wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass die Kinder schon damals gescheiter waren, als ich es heute bin. Ich kenne die 3 Arten jedenfalls bis heute noch nicht. Naja, wann sollte ich denn das auch alles lernen? Seit 1909 habe ich auf dem Theater auf der Bühne rum. Da musste ich der Muffel die Sparsau lernen, die ich mittlerweile schon über 1000 Mal gebracht habe. Das ging schließlich so weit, dass die Kollegen nicht mehr gesagt haben, der Lula kommt, sondern der Muffel kommt. Was natürlich immer noch besser ist, als wenn sie sagen, die Sparsau kommt. Und jetzt kommt tatsächlich die Sparsau.